Hallo, einen wunderschönen, wie viel Uhr haben wir? Viertel vor eins? Guten Tag wünsche ich dir. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Schau mal, ich möchte was zeigen. Ich möchte was zeigen, was ich mir die Woche gekauft habe. Eine Flasche Champagner. Warum zeige ich dir das? Und der Titel von diesem Video ist ja auch meine Motivation, könnte auch deine größte Motivation sein. Diese Flasche, die steht seit dieser Woche bei uns auf dem Esszimmertisch, wo ich sie ständig sehe. Und meine Tochter hat mich die Woche gefragt, warum die denn da steht. Und ich habe ihr dann gesagt, zum einen feiere ich gerade mich und mein Leben und habe gesehen, wie viele wunderbare Menschen ich da inspirieren darf mit meinem Seelenplan, den ich entdeckt habe, was ich an andere Menschen weitergeben darf, wie dich zum Beispiel, und feiere auch ein Stück weit damit einhergehend meinen Kontostand und eben auch ja, den nächsten Quantensprung, den ich dabei bin zu machen, nämlich noch viel, viel mehr Menschen zu erreichen und zu inspirieren und wachzurütteln. Und dann sagte meine Tochter spontan, wir werden dich bald überholen, denn das ist das, was mich so im Herzen da in dem Moment berührt hat, dass ich meinen Kindern einfach noch mit auf den Weg geben konnte, auch ihrem Herzen zu folgen und nicht irgendwelche Dinge zu machen, nur der Ausbildung wegen oder des Studiums wegen oder ja, weil alle das so machen, weil der Mainstream das so macht, weil alle glauben, sie müssen sich mit dem Leben arrangieren und dass es nicht anders geht. Dass es darum geht, irgendwie einen guten Schulabschluss zu machen und eine Ausbildung zu machen oder ein Studium zu machen des Studierens willens und dann zu gucken, wie man sich mit dem Leben arrangiert und dann irgendwann zu merken, ja, ist gar nicht das, was ich mir eigentlich mal vorgenommen habe. Und dann mühselig anzufangen, den Zugang zu sich selbst zu finden, zu seinem Herzen, zu seinem Herzensplan. Denn das war mit, und deshalb trägt dieser Beitrag hier so diese Überschrift, meine Motivation, auch deine Motivation, für mich mit die größte Motivation, als ich 2015 begonnen habe, mein Business umzustellen und noch klarer zu werden und noch mehr die Dinge einfach zu tun, die mir selbst entsprechen, und da hat sich einfach herauskristallisiert, Menschen wie dich einfach da auch dazu zu inspirieren, den Seelenplan zu entdecken, ihrem Herzen zu folgen und sich ein großartiges Leben zu kreieren. Denn ich hatte bis dahin natürlich auch festgestellt, und das kennst du als Mama oder als Papa, als Eltern sicherlich auch, dass du bei deinen Kindern Dinge entdeckst, wo du denkst, die leben eigentlich meine Prägungen jetzt nach. Die haben unbewusst die Prägungen und Themen von mir übernommen. Eigentlich möchte ich, dass mein Kind seinem Herzen folgt, meine Kinder ihrem Herzen folgen, dass sie glücklich werden, dass sie sich ihr Leben nach ihrem Herzen gestalten, dass sie wirklich zu glücklichen Menschen heranwachsen, die eine Bereicherung für die Welt hier auch sind und. Und das war mit meine größte Motivation, mir zu sagen, okay, ich packe es jetzt an. Ich gehe absolut den Weg meines Herzens nur noch. Ich mache nur noch die Dinge, die mir wirklich am Herzen liegen. Und zeige damit als Vorbild meinen Kindern einfach auch noch den Weg, dass alles möglich ist, dass wir selbst uns unser Leben im Außen kreieren und dass wir uns jederzeit verabschieden können von Glaubenssätzen, von Prägungen, von Themen, die uns daran hindern, von Dingen, die uns glauben lassen, das muss so und so sein, oder die uns glauben lassen, es ist jetzt zu spät, noch meinem Leben eine andere Richtung zu geben, oder die uns denken lassen, erst wenn, dann ist das. Kennst du das, so dieser Gedanke, erst wenn ich das und das gemacht habe, dann, erst wenn ich das und das erreicht habe, dann. Erst wenn ich das Thema gelöst habe, dann. Wenn wir immer nur denken, erst wenn, dann, dann zieht das Leben an uns vorbei.
dann zieht das Leben an uns vorbei. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dich auf deinen Herzensweg zu begeben und deinen Seelenplan zu entdecken und ihn zu leben. Und dann ist alles möglich, auch für dich zu jeder Zeit. Wir hatten heute Morgen in unserer Gruppe, oder ich hatte mit meiner Gruppe, die in der Akademie sind, so ein wunderbares Live-Call heute Morgen. Das hat mich so im Herzen berührt, weil es ging darum, seinen perfekten Tag einfach mal zu gestalten. Und das hat mich so im Herzen berührt, die Teilnehmer da zu sehen, wie sie da sitzen, auch, so wie ich früher ja auch mal da gehockt habe, und ihren optimalen Tag einfach niederschreiben und kreieren. Und das ist der Anfang. Das ist immer der Start, sich überhaupt mal klar zu werden, wie schaut denn mein optimales Leben aus, wie schaut denn mein optimaler Tag aus. Und das hat mich heute Morgen wirklich so im Herzen so berührt zu sehen, wie alle da hocken und ihr optimales Leben gerade zu Papier bringen und daran weiterarbeiten und ich sie da einfach unterstützen darf. Und wenn du so deinen Seelenplan, dein Herzensding entdeckst, was dich ausmacht, was dich einzigartig macht und damit rausgehst und dich verabschiedest von den ganzen Dingen, von den ganzen Schranken, die du da bislang und von den ganzen Schleiern, ich habe das bei mir immer wie Schleier empfunden, die auf mir gelegen haben, wie so ein Damoklesschwert. Wenn du dich davon befreist, und das geht definitiv, dann hat auch deine Seele, dein Herz keinen Grund mehr, dir irgendwelche weiteren Botschaften in Form von Krankheitssymptomen zum Beispiel zu schicken oder Disharmonien oder sonstigen Dingen. Dann fließt es, dann wird es leicht. Dann fließt es einfach, weil es aus dir herausfließt, aus deinem Herzen, aus deiner Seele heraus. Also, kleine Ermutigung hier nochmal, kleiner Aufruf an dich. Beginne noch heute damit, deinen Seelenplan zu entdecken und ihm einen Raum zu geben. Und befreie dich von all den Schleiern und Dingen und von den Marionettenfäden, die dich bislang noch am Funktionieren halten. Und begib dich auch auf deinen Herzensweg. Es ist auch für dich alles, alles möglich. Und damit du dir auch ganz bald eine Flasche Champagner oder sonst irgendetwas so als Symbol hinstellen kannst, dass dich dann ständig daran erinnert, auf welch wunderbarem Weg du einfach angekommen bist, auf deinem Herzensweg. Es ist alles jederzeit möglich. Alles ist wandelbar. Der erste Schritt ist, dass du noch heute beginnst, eine Entscheidung zu treffen, dich deinem Seelenplan zu nähern und die ersten Schritte da einfach machst. Und dann ergibt so eins nach dem anderen. Okay? Alles Liebe. Bis ganz bald. Ciao.